Ja, hallo liebe Freunde von Schulaufprogrammieren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wollen wir uns ein bisschen barrierefreies Coden hier anschauen. Und zwar geht es heute um das Thema Unterschied zwischen einem dekorativen Bild einbinden und einem inhaltstragenden Bild. Warum ist das wichtig? Ja. Nehmen wir an, du hast eben eine Homepage und da sind natürlich viele Bilder zum Beispiel auf der Startseite. Ja, dann gibt es sozusagen eben, vielleicht hast du Bilder drauf, die eben nur dekorativ sind. Das heißt, die sind eben drauf, ja, weil sie gut aussehen, aber haben jetzt sonst eigentlich nicht unbedingt so eine wichtige Bedeutung. Ja, also es sind keine Artikel oder so, keine Artikelbilder, wo du jetzt irgendwie was verkaufst oder so, ja. Das heißt, du musst so ein bisschen unterscheiden, was ist das für eine Art von Bild? Ist es nur dekorativ für deine Homepage, ja? Oder ist es inhaltstragend? Ja? Warum ist das wichtig, wenn jetzt zum Beispiel eine Person, die eben ja, eine Sehbeeinträchtigung hat, auf deine Seite eben geht? Ja? Für die ist es eben schon wichtig, weil die benutzt eben einen sogenannten Screenreader. Ja? Das ist ein Teil, wo sie sich das eben dann alles vorlesen kann. Im Alltag kommen wir später drauf, was das genau heißt, ja, und wie das gemacht wird. Das heißt, du solltest dir überlegen, ist es ein dekoratives Bild oder ein inhaltstragendes Bild, weil entsprechend ja, solltest du die Bilder dann auch im Code letztendlich ja, so schreiben, sage ich mal. Ja. So. Was bedeutet eigentlich, also es das heißt eigentlich, wenn es zum Beispiel dekorativ ist, ja, dann arbeitest du mit ARIA. Ja. ARIA steht für Accessible Rich Internet Applications. Es handelt sich dabei um eine technische Spezifikation des W3C, ja, und es ist eben gezielt ausgelegt eben für Screenreader-Nutzer. Das heißt, ja, wenn jetzt, nehmen wir an, du hast jetzt hier eine Webseite, ja, dann hast du hier drei dekorative Bilder, ja, weil die gefallen dir halt und sehen gut aus, aber sind jetzt nicht unbedingt wichtig. Ja. Das heißt, dann gehst du her und würdest praktisch im Code mit diesem Area-Teil hier arbeiten. Ja. Das heißt, und das im Alltag praktisch verstecken, den Text. Ja. Das heißt, wenn derjenige mit dem Screenreader dann das Ganze vorgelesen bekommt, ja, wird das gleich gar nicht beachtet, sage ich mal. Ja, das ist natürlich für denjenigen extrem zeitsparend. Ja. Und deshalb kannst du jetzt hergehen und sagen, okay, Bild 4, Bild 5 ist für mich inhaltstragend. Inhaltstragend heißt, das ist extrem wichtig, keine Ahnung, da verkaufst du vielleicht was. Ja? Oder es ist halt extrem wichtig, dass man den Inhalt versteht von deiner Seite. Ja, dann würdest du inhaltstragend den Code aufbauen. Ja? So, schauen wir uns die Sache hier ein bisschen näher hier an. Ja, ich habe es hier nochmal geschrieben. Für ein dekoratives Bild, bei dem das Bild keine inhaltliche Bedeutung hat und von Screenreadern ignoriert werden soll, sollte der Alttext leer sein und Area Hidden ist gleich True verwendet werden. Ja. Haben wir hier jetzt das Beispiel. Image Source, zum Beispiel Auto. Ja. Ich schreibe hier mal, wir machen mal so ein Beispiel mit Blumen, Flower.jpg. Und dann hast du hier praktisch den Alttext, ja, und hier würde praktisch, ja, das ist praktisch nicht vorgelesen werden, ja, es wird praktisch versteckt, ja, dass da ein Bild ist. Inhaltstragend wäre jetzt zum Beispiel, ja, das heißt, würdest du jetzt zum Beispiel hier reinschreiben, rote Rosen oder so, ja, rote Rosen. Ja. Das heißt, was liest jetzt der Screenreader dann vor? Ja, der Screenreader liest dann hier die Geschichte hier vor und kommt dann zu rote Rosen. Ja, das liest er hier vor und hier oben eben nicht. Ja, weil das sind Bilder, die eben nicht so wichtig sind oder wo du sagst, das sind eigentlich nur dekorative Bilder. Ja. Also inhaltstragende Bilder, da haust du immer so ein Alt-Tag rein. Ja. Bei inhaltstragender und bei dekorativen Bildern machst du
arbeitest du mit diesem Area. Ja? Das wollen wir uns doch hier mal ein bisschen gleich mal näher anschauen und ein bisschen Code schreiben und gucken, wie kann man das jetzt hier eigentlich ja, machen. So. Ich habe Visual Studio Code hier schon am Start. Ja? Brauchst du natürlich, um das Ganze zu, kannst du dir kostenlos runterladen, sage ich mal. Ja? Und um das Ganze mal kurz aufzubauen, wir mal hier rein in meine Skate-Ordnung, gehen hier rein und gehen hier rechte Maustaste, gehen auf Neu und gehen auf Ordner und bauen uns doch mal kurz so einen Code hier auf und gucken mal, ob das jetzt hier alles funktioniert. Also gehen hier rein und sagen, okay, wir bauen hier so einen Sumpf für einen Blumenshop von mir aus. Blumenshop. Wir bauen jetzt natürlich kein gesamtes Ding auf, aber so kurz jetzt zur Demo. Ja? So, jetzt habe ich hier den Ordner angelegt. Ich gehe hier also auf mein Visual Studio Code und dann gehe ich auf File, Open Folder und hole mir diesen Blumenshop Ordner. Du kannst das Ding natürlich auch anders nennen, wie du lustig bist. Ich gehe hier mal auf Blumenshop und gehe auf Ordner auswählen. So. Das sind die ersten Schritte, ganz wichtig. Jetzt wird dir hier diese Ordner hier angezeigt und jetzt gehst du auf Plus und legst deine index.html an. index.html. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir hier das hinkriegen. Zur Demo, sage ich mal. So, jetzt gehe ich her und baue ein gesamtes HTML-Gerüst auf. Ja. Also gebe ein Ausrufezeichen ein und klicke die Enter-Taste. So, das sieht hier schon mal ganz cool aus. Und jetzt wollen wir natürlich hergehen und schauen uns die Beispiele hier mal an. Ja. So, also, wir haben hier jetzt zunächst hier das dekorative Bild. Ja. So. Wir gehen jetzt her und sagen, okay, ja, können das mal reinschmeißen hier. Copy. So. Was passiert jetzt, wenn ich diesen Code hier zum Beispiel hier reinschreibe? Ja, du schreibst ja deinen Code immer im Body-Bereich, ist klar. Wir gehen den Code hier auch nochmal genau durch, falls du völlig neu bist. Also Zeile 1 wird praktisch das Docker.html-Gerüst hier eingeleitet und dann hast du hier in Zeile 2, das auf Englisch ist. Jedes HTML-Gerüst wird ja in Head und Body hier aufgeteilt. Das heißt, in Zeile 3 geht die ganze Hühnersuppe hier los. Ja, hast du hier den Head-Bereich, ja. Und im Body-Bereich. Ja. Der Head-Bereich geht hier los. Ja, steht hier das OTF8. Das sind praktisch, dass du das Sonderzeichen nutzen kannst. Da hast du hier Metaname. Das ist praktisch für das Responsive. Zeile 5, Zeile 6 hast du praktisch. Ja, Dokument. Können wir hier mal reinschreiben. Dokument. Ja. Test Blumenshop oder so. Ja, gucken. So. Und der Head-Bereich wird hier abgeschlossen. Warum? Weil hier so ein Schrägstrich ist. Ja? Hier geht der Head-Bereich los und hier wird er abgeschlossen, weil hier so ein Schrägstrich ist. Ein Slash. Ja? Zeile 8 wird, geht der Body-Bereich los und Zeile 11 endet er, weil hier auch wieder so ein Slash-Zeichen ist. Das heißt, du kannst innerhalb vom Body-Bereich haust du den Code hier rein. Ja? Und HTML wird hier komplett hier abgeschlossen. Soweit für alle, die vielleicht nicht wissen, wie ein HTML-Gerüst aufgebaut ist. So, jetzt wird die Sache spannend. Jetzt haben wir ja hier die Flower.jpg hier alles cool eingebaut und jetzt müsste es uns eigentlich anzeigen. Jetzt zeige ich gerade mal, warum es jetzt nicht angezeigt wird. Ich gehe jetzt auf den GoLive-Server hier rein und wir gucken mal, was wir ziehen, nämlich gar nichts. Ja. Siehst jetzt also hier zunächst, wir haben unser Blumenbild wird noch nicht angezeigt. Ja. Siehst es auch hier oben, das ist ein Break natürlich, es ist gebrochen. Das heißt, das Blumenbild ist jetzt hier natürlich noch gar nicht drin. Ja. Das heißt, wir müssen das hier reinschieben. Ja. Wie macht man das jetzt?
Ich habe jetzt hier so ein Blumenbild, ja, und schiebe das Blumenbild hier in unseren Ordner, in unseren Blumenshop-Ordner. Das ist wichtig, sonst siehst du das Bild nicht, ja. Sonst können wir das Ganze gar nicht testen. So, jetzt habe ich das reingemacht, ja. Und was ist jetzt passiert? Wenn ich jetzt hier in meinen Visual Studio Code hier reingehe, siehst du, dass hier mein Blumenbild hier angezeigt wird. Wunderbar, sehr cool, ja. So. Also so muss deine Struktur aussehen, wenn du das Ganze nachbauen willst oder du noch völlig neu bist und du weißt nicht so richtig, wie wird das jetzt hier alles, wie läuft das alles. Ja? So. Genau. Hätten wir hier, das wäre also das Index.html. Jetzt gehen wir hierher und in Zeile 9 und ja, ich erkläre das gerade mal, also du fängst hier an, so, also img heißt Image, ja, für Bild, SAC heißt Source, praktisch die Quelle, ja, und jetzt haben wir das Bild hier in unserer ganzen Sache hier drin, heißt flower.jpg, ja, wunderbar, haben wir alles drin, jetzt müssen wir das Bild aber gleich nennen, wie dieses Blumenbild, ja, sonst wird es uns auch wieder nicht angezeigt, ja, das heißt, wir müssen jetzt hergehen und schmeißen das hier rein, blumen.jpg nennen wir das Bild. Ja. Das Bild muss also immer gleich heißen, wie, jetzt geht's, wie du es hier natürlich auch genannt hast, ja, sonst wird dir das Bild nicht angezeigt. So. Jetzt hätten wir in diesem Falle praktisch, hätten wir ein Bild drin, ja, das ein sogenanntes dekoratives Bild ist. Ja. Warum? Gehen wir hier wieder rein. Ja, weil wir haben das Ding ja hier, ist der Alttext ist hier versteckt. Das heißt, es wird nichts vorgelesen vom Screenreader. Das ist einfach ein Bild, wo du sagst, okay, ja, das Bild ist drauf auf meiner Homepage, aber es ist jetzt nicht unbedingt für denjenigen wichtig, dass er weiß, dass da ein Bild ist, sag ich mal. Ja? Oder dass da irgendwie eine nähere Beschreibung sein muss. Ja. Genau. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal angucken, ob wir so ein Bild jetzt hier zu sehen bekommen. Ich klicke hier auf den Live-Service, wird spannend, wir gucken es uns an. Ja, und du siehst, wir hätten jetzt hier unser Bild hier praktisch drin. Ja, du kannst jetzt praktisch hierher gehen und ja. Und dann jetzt hier zum Beispiel kannst du auch die Größe hier verändern. Ja, du kannst jetzt hier 600. Auf 400 jetzt zum Beispiel gehen, ja, dann hätte ich es jetzt zum Beispiel ein bisschen kleiner, ja. Gucken wir mal, ja, dann hättest du so, also so würde es jetzt zum Beispiel auf deiner Webseite oder so aussehen, ja. Ich finde eigentlich 800 auf 600 ganz, ja, kann man erstmal so lassen. Gucken wir mal, ganz gut soweit, ja, zur Demo ist es ganz gut, denke ich mal. So, kann man es lassen. So, also, das wäre eine dekorative Geschichte. Ja, wenn du sagst, das Bild ist dekorativ, dann schreibst du den Code so. Ja. Den Live-Server, damit du das Ganze testen kannst oder wenn du das Ganze nachbauen willst oder was auch immer, ja, kriegst du über die Extensions, gehst du hier auf diese Punkte, ja, gehst hier rein und gibst dir oben Live-Server hier ein. Live-Server, ja. So, und dann checkst du hier den von Ludwig Day und gehst hier auf Installieren. Ich habe den natürlich jetzt schon drauf und deshalb wird mir der blaue Button hier nicht angezeigt. Ja? Da klickst du dann drauf, dauert so eine Minute und dann kannst du hier unten auf Port 5500 gehen und kannst dann immer anschauen, ja, wie das Ganze hier in der Ausgabe sozusagen aussieht. Ja? So, das ist jetzt mal ganz cool. Jetzt haben wir unser Bild. Das wäre jetzt also die Version, wenn du, ja, ein dekoratives Bild einbaust. Ja? Genau. Jetzt kommen wir zum inhaltstragenden Bild. Ja, also wenn du sagst, das ist ein, wenn das jetzt zum Beispiel, du verkaufst da irgendwas, ja, auf dem,
auf der Webseite oder keine Ahnung. Oder du willst verschiedene Blumen darstellen und dann willst du die natürlich näher beschreiben. Ja, das sind halt alles inhaltstragende Bilder und da schreibst du dann praktisch so innerhalb von dem Alttext beschreibst du die Blumen natürlich näher. Ja, weil du willst ja, dass das Ganze dann von dem Screenreader-Teil runtergelesen wird. Ja? Für ein inhaltstragendes Bild, bei dem das Bild eine wichtige Information enthält, sollte der Alttext eine aussagekräftige Beschreibung enthalten. Ja? Also hier das Area Hidden Attribut nicht verwenden. Haben wir ja auch nicht. So, was ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt hierher gehe und schmeiße das hier rein? Mal rein. Und hauen das hier rein. So. Ja. Hier müssen wir auch wieder praktisch das Bild umbenennen in Blumen. Ja, wir haben ja Blumen.jpg genannt. Blumen.jpg. So. Sieht gut aus. Und hier beschreibst du praktisch den. Ich habe auch noch mal ein extra Video drüber gemacht, wie die Beschreibung hier genau aussehen sollte. Würde den Rahmen jetzt sonst sprengen, aber damit du so grundsätzlich mal den Unterschied weißt zwischen einem dekorativen und der anderen Form eines Bildes. Ja? Inhaltstragend. So. Gucken wir, also vom Dings her hat sich da jetzt natürlich nichts verändert. Ja, wenn ich jetzt wieder hier auf den Live-Server gehe, ja, hat sich hier natürlich nichts verändert. Nur was passiert jetzt mit demjenigen, also wenn derjenige jetzt auf die Seite geht, ja, und der schmeißt den Screenreader an, ja, und dann kriegt er eben hier eben das vorgelesen, dass hier eben, ja, dass hier eben rote Rosen abgebildet sind. Ja, kannst du es natürlich dann noch näher beschreiben, wie auch immer. Also grundsätzlich gilt ja so kurz wie möglich und so aussagekräftig wie möglich, ja, wie auch immer. Also lange Schachtelsätze und so weiter, bitte, bitte nicht, ja. Also genau. Und dann wird diese Geschichte wird dann praktisch von einem Screenreader vorgelesen, ja. Und weiß dann praktisch, okay, das ist eine wichtige Sache, ja, und ist inhaltstragend und das wird vorgelesen. Ja. Du ersparst demjenigen praktisch eine Menge Zeit, ja, wenn du da hier einfach ein bisschen drauf schaust, ja, ist das Bild wirklich wichtig, ja, oder nicht so wichtig. Also je nachdem entscheidest du eben, wie baue ich das Ganze hier eigentlich ein zwischen inhaltstragend und dekorativ. Ja. Und bevor du jetzt wegklickst, abonniere unbedingt den Kanal, schau auf Schulhofprogrammierung. Dort findest du auch eine riesige Übersicht über das Thema barrierefreies Coden. Ich mache auch immer wieder hier so kleine Videos dazu, die dir vielleicht helfen, wenn du dich nicht so gut auskennst oder so. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich und macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.